und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, ist heute wieder Adventskalenderzeit. Ich habe euch ja die Tage schon, beziehungsweise für mich gerade eben, für euch in einem der letzten Videos den Balea Adventskalender ausgepackt. Und ich habe meinen Mann geschickt und habe gesagt, hol mir mal den Balea Adventskalender, damit ich den für das Video auspacken kann. Ja, er hat auch den Essens Adventskalender mitgebracht. Kurz zum Kalender selber, kostet 24,95 €, genau. Und ist in einem ganz außergewöhnlichen Format, also das heißt außergewöhnlich für Adventskalender, eher untypischen Format. Und wenn man ihn so aufmacht, oder beziehungsweise so unten drunter, bekommt man eine Idee von dem, was drin ist und wie er zu gebrauchen ist. Denn es sind auf den Türchen, die man hier sieht, keine Nummern vorhanden. Den muss man erstmal aufmachen. Und zwar hat er Klappen, die zu öffnen sind. Und da sieht man dann die Nummern. Das heißt, man muss erstmal alle Klappen aufmachen und so ein bisschen hochklappen. So sieht das dann aus. Hier sind Boxen drin, die durchnummeriert sind. An der Seite, an den kurzen Seiten jeweils eine Klappe und hinten ist eine Klappe. Beziehungsweise waren hier sogar vier Klappen. Ich habe nur immer gleich zwei gleichzeitig aufgemacht, aus Versehen habe ich gesehen. Vier Klappen vorne und an den Seiten und hinten jeweils eine Klappe. Und ja, es sind verschiedene Kästchen drin und ich habe die Nummer 1 schon gesehen. Die überliegenden Kästchen sollen direkt nachrutschen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, so zum Hinstellen. Nimmt auch nicht viel Platz weg. Und man kann es ja wieder so ein bisschen zudrücken. Finde ich aber auch ganz süß, wenn es so aufsteht. Wir fangen auch gleich mal an mit der Nummer 1. Wie ihr seht, ist es schon nachgefallen. Ich zeige euch das gleich mal. Das Kästchen an sich ist auch ganz süß gestaltet. Man sieht an der Logo auch keine Ahnung, was drin ist. Es könnte so ein Tiegelchen sein oder sowas. Mit Lidschatten oder Highlighter. Ich finde auch das Verpackungsdesign ganz süß. Und die werde ich vielleicht sogar zur Seite legen, falls ich nächstes Jahr, dieses Jahr wollten die Kinder fertige Adventskalender klar haben, beziehungsweise Clara wollte den Adventskalender von Schleich mit den Schleichpferden haben. Und dann hat Max auch einen von Schleich bekommen mit so einem Zoo, also mit Löwen und ich glaube eine Giraffe ist damit drin und sowas. Ja, aber falls ich nächstes Jahr wieder Adventskalender selber mache, sind die Schächtelchen ganz süß eigentlich, dass man die befüllt und irgendwie stapelt. Deswegen werde ich die vorsichtig aufmachen und zur Seite legen. Ja, zwei Kammern ist tatsächlich aber auch nur eine befüllt. Ist ja aber auch nicht schlimm. Es geht wahrscheinlich eher um den Transportschutz, dass das nicht so in dem Riesenkästelchen hin und her fliegt. Und wir haben als erstes einen Nagellack. Miss Rosé, Nail Polish bis Metallic Effect. Also einen metallrosé-farbenen Nagellack. So. Ich mache das jetzt wieder wie beim Adventskalender von Balea, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Wie ihr seht, ist ein Tisch zwischen uns und ich müsste einmal rumlaufen, um den Nagellack jetzt vor die Kamera zu halten. Deswegen werde ich das am Schluss einmal fotografieren und die Fotos dann einblenden, damit ihr die Produkte dann näher seht. Das sind 5 ml und das ist eigentlich eine perfekte Größe für jemanden, der wie mich, wie ich, ständig Nagellack eigentlich benutzt. Ich bekomme aber nie meine Nagellackflaschen leer, weil ich immer anderen Nagellack benutze und dann trocknen sie auch schon mal ein. Und ich hatte so viel Nagellack, ich habe jede Menge auch weggeschmissen, jetzt habe ich nicht mehr so viel. Aber trotzdem finde ich die Größe eigentlich fast besser. Ich glaube, ihr das seht. Wir haben hier die Nummer 2. Und wenn ich jetzt rausziehe, genau, ist die Nummer 11 nachgerutscht. Und auch hier wieder dieses Pünktchen gesagt. Und mit der 2 vorne drauf. Okay, wie ihr seht, ist da nicht viel drin. Ist aber auch nicht schlimm. Also lässt sich nicht von der Größe der Päckchen auf den Inhalt schließen. So, wir haben Geschenkaufkleber. Sehr praktisch, dass die schon am 2. November wollte ich gerade sagen, wir haben heute den 1. November, dass sie schon am 2. Dezember drin sind. Ich mache die mal vorsichtig auf. Ich will da aber auch nichts kaputt machen. Jetzt ist es passiert. So, Geschenkaufkleber. Das sind so runde, die man auf die Geschenke oben drauf kleben kann. Auch die werde ich euch gleich einmal abfotografieren, beziehungsweise, ich glaube, das ist so schlimm, das kriege ich nicht auf ein Bild drauf. Wenn ich es näher zeigen möchte, deswegen werde ich euch gleich mal
denke ich, abfilmen. Manche sind mit, zu beschriften, mit to und from, und andere sind einfach nur zur Dekoration. Türchen Nummer 3 ist zufällig gerade hier. Diesmal haben wir ein Dreiecksmuster. Ja. In Gold mit einer 3. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, Max schläft, aber Clara spielt in ihrem Zimmer, könnte man zwischendurch hören. Wir haben eine Nadelfeile im Weihnachtsdesign mit einem süßen kleinen Panda, der ein Herzchen mit einem Happy in der Hand hält. Wir haben eine Shape-Seite und eine Shorten-Seite, also eine Formen und eine Kürzen mit so süßen kleinen Herzchen. Ja, Nagelfeile in kleiner Größe, perfekt für unterwegs zum Kürzen und Formen des Nagels. In so einer süßen Umverpackung, ganz praktisch. Einmal ein lila Muster mit Dreiecken. Und wir haben hier diese Armbänder, die auch als Haargummi zu benutzen sind. Can Accessoire Band, es ist französisch, Entschuldigung. Einmal in einem Bordeaux-Rot und einmal in einem Goldglitzer, also zwei Stück. Wieder ein Dreiecksmuster in so Rosé-Tönen, die Nummer 5. Ein Stift und zwar ein Superlast 24 Stunden Eyebrow Promenaden Stift in Wasserfest. Super softer, drehbarer Stift inklusive Spitzer und Bürste für perfekt geformte Augenbrauen. 24 Stunden lang enthalten und wasserfest. In der Nummer 30 dunkelbraun. Ich würde sagen, ähnlich dann wie die Außenverpackung. Da ich die Sachen in Kombination mit den Balea-Sachen in kleinen Paketen verlosen möchte und ich mir nicht sicher bin, ob ich wirklich alles verlose oder was ich für Pakete mache, werde ich die Sachen jetzt einmal nicht auf meiner Hand ausprobieren. Damit ihr, wenn ihr das gewinnt, unbenutzte Sachen gewinnt. Hier unten Zickzackmuster mit kleinen Herzchen. Ich weiß nicht, ob man die Herzchen sieht. Das ist ein silberweißes ein lila-weißes Zickzackmuster mit ganz vielen kleinen goldenen Herzchen. Mit der Nummer 6. Und die Nummer 6 beinhaltet einen Cheek and Contouring Brush. Der Wangen- und Konturierungspinsel passt sich jeder Gesichtsform an und kann auch zum Highlighten verwendet werden. Es hat die perfekten Kurven, um Wangen, Kinn und Schläfen zu konturieren. Tipp: Für die optimale Kontur den Pinsel mit einer dunklen Farbe am Ohr ansetzen und entlang der Wangenknochen zur Gesichtsmitte führen. Ja, ist ein, auch eine perfekte Größe zum Verreisen. Mit so einem Roségold und oben ist der so silber. Seht ihr ja auf jeden Fall, wenn ich das Foto einblenden lasse. Nummer 7 ist wieder ein kleines Päckchen. Gleiches Design, nur mit Rosé-Zickzack. Ist wieder ein Nagellack. Und zwar in der Farbe Miss Plum Cake. Ganz süß sind die eigentlich auch aufgemacht. Das sind so, hier ist so ein kleiner Cupcake drauf. Beziehungsweise so ein Figürchen, was so ein Cupcake hält. Ich glaube, das soll so einen kleinen Tannenbaum darstellen. Das hat hier oben auch so ein Gesicht. Das hier auch ein Gesicht oben. Und da ist auch so zwei Tannenbäumchen drauf. In Türkistönen, die Nummer 8. Und wir hätten eine Handcreme. Sheer Butter Scent. 25 ml super rich und super soft. Diese reichhaltige Handcreme regeneriert deine Haut und hinterlässt ein super softes, nicht fettendes Gefühl. Die konzentrierte Formel mit feuchtigkeitsspendendem Komplex aus Shea Butter, Kokosöl und Mandelöl versorgt die Hände mit der benötigten Feuchtigkeit. Mein Gott. Ich habe schon so viel gelesen bei der Adventskalender, ich kann ihn nicht mehr. Riecht entweder wenig oder gar nicht, denn ich rieche nichts. Die Nummer 9 ist gleich drunter. Wieder Dreiecksmuster in Türkis, Rosé und Schwarzweiß. Und wir haben, losen Glitzer in der Flasche für Nagellack-Effekte. Und zwar Nail Art Effekt Maniküre zum Anfassen. Trage eine großzügige Schicht von einem passenden Nagellack auf deinen Nagel auf. Streue die Flakes auf deinen noch feuchten Nagel und drücke sie mit deinem Zeigefinger leicht an. So kannst du entweder den kompletten Nagel mit den Flakes bedecken oder ein tolles Design zaubern. Lass den Nagellack antrocknen, fixiere dein Design mit einem transparenten Überlack mit Nagellackentferner. Tipp: Überschüssige Flakes kannst du einfach wieder in die Flasche füllen. Warnhinweis: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, für Höhe technisch bedenkt. Okay, dann gucken wir uns die mal an. Das sind so gelb-goldene Glitzerflakes. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich alles verlose. Seid mir nicht böse, wenn nicht alles dabei ist. Vielleicht lege ich mir auch ein paar Sachen für Nikolaus, für Clara weg. Die
Nummer 10 in Streifendesign. Wir haben Finger- und Bracelet-Tattoos in Gold. Und jeder weiß, wenn man die Tattoos benutzt. Muss ich also nicht vorlesen. Nummer 11. Türkis mit schwarzen Punkten. Lässt so erstmal, wenn man das so sieht, gar nicht vermuten, was das sein könnte. Klar, Mini-Grußkarten. Das sind 3 Mini-Grußkarten. Wir hätten einmal Make a Wish und hinten steht drauf Whistle Off. Dann einmal Merry Christmas und Happy Holidays. Die sind von innen komplett leer zu beschriften. Und einmal Warm Wishes und hinten steht nichts drauf. Zum Beispiel sowas, da weiß ich nicht, ob ich das mitverlose oder ob ich dann einfach selber verwende. Nummer 12. Schwarz mit goldenen Punkten. Smoothie Gloss Sweet Peach. Lipgloss mit Pfirsicharoma für glänzende Lippen ohne klebriges Gefühl. Die Nummer 13. Dreiecksmuster wieder mit rosigoldener 13. Und es sind Cut-Out Manicure Stencils. Achso, das sind so Folien, die haben Cut-Outs, also Lücken auf gut Deutsch. Und wie zum Beispiel in so Dreiecksform oder mit einem Herzchen. Die klebt man dann auf den Nagel. Entweder lackiert man den Nagel vorher mit irgendeiner Farbe und klebt dann, wenn das gut getrocknet ist, diese Nagelfolie drauf. Mit diesem zum Beispiel ausgeschnittenen Herz und lackiert dann über die Folie mit dem Herz zum Beispiel in Rot und hat dann auf dem farbigen Unternagellack ein rotes Herz. Nummer 14, schwarz-goldenes Dreiecksmuster mit einem weiteren Nagellack und war in der Farbe Miss Spotlight. Auch wieder ein metallischer Nagellack. Das hier ist ja Roségold, dann würde ich, ja, es ist nicht wirklich Silber, es ist ein ganz leichter Flederschimmer drin in dem Nagellack. Würde ich sagen. Die Nummer 15 mit verschiedenen Dreiecken drauf. Und zwar haben wir Brush Sleeves. 5x in groß, 5x in schmal. Pinselstulpen. Ob zum Trocknen deiner frisch gewaschenen Pinsel oder beim Reisen zum Schutz, diese Pinselstulpen sind ein Muss. Einfach über deinen Pinsel stülpen und so trocknen lassen bzw. in die Tasche tun. Schon hat dein Pinsel wieder seine ursprüngliche Form. Tipp, platziere deinen Pinsel mit dem Kopf nach unten zum Trocknen, um den Kleber nicht zu beschädigen. Also es sind so, ja, wie so Netze, was man dann über den Pinsel stülpt. Die kann man dann abschneiden bzw. zurechtschneiden, würde ich sagen. Ja, es sind 5 große und 5 kleine Stulpen, also für verschiedene Pinseldicken. Da kann man den Pinsel entweder, ohne dass er so ausfranst, transportieren oder zum Trocknen, damit er wieder gebündelt wird. Hätte ich heute Morgen gebraucht, ich habe meine Pinsel heute Morgen alle gewaschen. Ist die 16 hoch, oder? Flieder mit lila, Fliederfarben mit schwarzen Herzchen. Ein Kajal in Weiß. Interessant, habe ich auch noch nie benutzt. Kajalstift für einen gleichmäßigen Auftrag langhaftend. Ja. Nummer 17, wieder in verschiedenen kleinen Dreiecken. Und zwar Kiss the Penguin Lipstick. Pinke Lippen mit nur einem Kuss dieses süßen kleinen Pinguins. Farbverändernder Lippenstift. Wechselt sofort die Farbe von Grau zu Pink auf den Lippen. Färbt Lippen und Haut. Also der ist grau. Leute, ich habe saubere Hände. Ich probiere das jetzt einmal aus, weil ich wissen möchte, wie das funktioniert. Also, ihr seht, der Labello Lippenstift ist grau. Macht einen ganz hauchzarten rosa Schimmer. Dafür kommt jetzt auch rum. Wie ihr seht, hat einen ganz hauchzarten rosa Schimmer auf meiner Hand gemacht, obwohl er grau ist. Faszinierend. Und die Nummer 18. Ebenfalls ein kleines Päckchen. Schwarz mit weißen Herzchen. Ein Nagellack wieder in Miss Center Rot. Also knalliges Rot für die Fingernägel zu Weihnachten. Die 19. Hier ein schwarz-weiß-rosefarbenes oder rotfarbenes Dreiecksmuster auf dem Päckchen. Supercurl Volume Mascara. Mascara für geschwungene und voluminöse Wimpern. Verträglichkeit augenärztlich bestätigt. Scheint eine geschwungene Bürste zu haben. So eine leicht geschwungene Bürstchen mit so Plastiknöppelchen. Die Nummer 20. In gelb-schwarz-weiß. Und wir hätten einmal Nagelaufkleber. Passend zu Weihnachten. Oh. Mit Sternchen und so Zuckerstangen, mit Tassenbaum, mit einem Tannenbaum und Kerzen.
ja, kommt auf den etwas nassen Nagellack, wird dann angetrocknet und mit Knarrlack übermalt, damit es gut hält. Die Nummer 21. Rot mit verschiedenen Herzchen, also schwarz und weiß. Und wir haben einen Lippenstift mit so süßen Häschen vorne drauf. In der Farbe 08 Eternal Beauty Ultra Last Instant Color Lippenstift. Eine sehr schöne, rosenholzige Farbe. Passend für den Winter. Etwas dunkler, aber nicht zu dunkel. Nummer 22. In Türkis mit goldenen Herzchen. Das ist, glaube ich, so eine Beauty-Tasche. Ja, ein Kosmetiktäschchen. In der Nummer 22 in Silber Metallic Happy Swords Inside. Und innen ist es so schwarz und wasserabweisend. Das heißt, man kann es auch mal auswaschen, falls mal was daneben gehen sollte. Weil da ist es die Nummer 24. Jetzt ist die Nummer 24 rausgefallen. Die nehme ich mir jetzt hier hin. Die Nummer 23. Ein kleines türkises Päckchen mit grau und goldenen Herzchen. Und es ist noch ein Nagellack. In Goldglitzer. Die Farbe ist 04 Miss Universe. Schön. Und das letzte Türchen, die Nummer 24 mit Punkten drauf in Altrosa. Und das ist eine Palette. Und zwar eine Highlighter-Palette Glow to Go in so rosé-goldenen Tönen. Das ist die Nummer 10 Sunkissed Glow. Die Highlighter-Palette verleiht einen strahlenden, frischen und sonnengeküssten Tint. Die hochpigmentierten Bronzing- und Highlighting-Puder sorgen einzeln oder zusammen für den perfekten Glow-to-Go im Gesicht und Dekolleté. Also es sind 4 verschiedene Farben und alle so ein bisschen rosé bis... Hier ist das Gold, aber das ist mehr so Rosé-Töne. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den Kalender auszupacken mit den verschiedenen Türchen. Wie gesagt, die werde ich mir zur Seite tun, falls ich nächstes Jahr wieder Adventskalender selber befülle. Ob für Clara oder wen auch immer. Auf jeden Fall sehr süße Verpackung. So, auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, dass ich das Balea Adventskalender-Video hochgeladen habe und eigentlich auch gleichzeitig den Essenskalender. Nicht Catrice, ich sage immer Catrice. Nein, es ist Essence. Den Balea Adventskalender habe ich, glaube ich, schon hochgeladen. Das Video verlinke ich euch hier. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Und das Essence Adventskalender-Video, das fehlt noch. Habe ich gleichzeitig gedreht. Ich bin aber aufgrund meiner Krankheit, beziehungsweise meiner Diagnose-Krankheit, weiß ich nicht. Naja, ich drehe dazu ein extra Video. Jedenfalls bin ich ja nicht zugekommen, das Video zu schneiden. Und die Verlosung ist auch noch nicht online, deswegen packe ich die jetzt direkt hinten dran an das Essens-Adventskalender-Video. Und ich habe mir 2 Schüsseln genommen. Ich mache 2 Pakete, habe ich mir gedacht. Und 18 Produkten. Ich habe ein bisschen was rausgenommen. Wenn ihr das Adventskalender-Video für meine Schwiegermutter gesehen habt, wo ich den Adventskalender selber befülle, da sind 4 Artikel drin und ich habe mir den Lippenstift rausgenommen von Essence und die Clara wollte die Handcreme von Balea, glaube ich, war sie haben. Genau, deswegen haben wir so ein bisschen was rausgenommen und den Rest verlosen wir aber. Und ich zeige euch jetzt mal eben, was in den Paketen drin ist und danach kommen wir dann dazu, was ihr erfüllen müsst, um an der Verlosung teilzunehmen. So, Paket Nummer 1. Hätten wir einmal die Balea Haarmaske, die Essence Handcreme, die Creme-Dusche von Balea. Ich filme euch das gleich alles nochmal ab am Ende und blende dann nochmal ein Paket 1 oder Paket 2. Die Essence Nagelsticker, den Taschenwärmer von Balea. Wir hätten die Essence Superlast 24 Stunden Eyebrow Dingsbums Promenade und die Essence Mascara. Dann den Nagellack in der Farbe 01 Miss Spotlight und die Farbe 03 Miss Plum Cake. Und noch ein Nagelprodukt und zwar hier diesen losen Glitzer, den man auf die Nägel drauf machen kann. Den Labello, beziehungsweise ich sage immer Labello, aber das ist ja nur ein Lippen, also was heißt nur Lippenpflegestift. Labello ist ja die Eigenmarke, aber den Balea Lippenpflegestift, so haben wir es richtig. Dann das Balea Glow Tonic,
die Balea Body Lotion, das Erfrischungsspray Lovely Moments, das Shampoo und die Spülung und das Waschgel und Augen-Make-up Entferner 2 in 1. Und als letztes haben wir hier das Täschchen mit drin. Falls ihr was hört, mein Mann und meine Tochter räumen gerade das Kinderzimmer aus, beziehungsweise nicht ausräumen, die sortieren es aus und anscheinend staubsaugen sie gerade. Paket Nummer 2, die Balea Haarmilch, dann den Essenskajal in Weiß, den Creme Highlighter, auch eine Cremedusche, auch ein Waschgel, diesmal aber nur Waschgel, nicht 2 in 1 Make-up Entferner. Dann die wärmende Gesichtsmaske, die Gesichtsmaske für trockene Haut, Duschpeeling, genau, das Duschpeeling, den Kosmetikpinsel und dazu die Highlighter-Palette, das Nagelbürstchen wollte ich schon sagen, die Nagelfeile, die Farbe an Nagellack 05 Miss Rosé, ziemlich ähnlich mit diesem anderen, also die. Ach ja, hier, die sehen sich, ja gut, der eine ist ein bisschen dunkler, aber die sehen sich ziemlich ähnlich. Das ist, wie gesagt, die Farbe 05 Miss Rosé, dann die Farbe 04 Miss Universe und den roten 02 Miss Center. Dann das Smoothie Gloss, das ist ein Lipgloss in Sweet Peach, die auch eine Lippenpflege, Kiss the Penguin Lipstick. Und der ist ganz cool. Das ist dieser graue, der sich dann zu pink verfärbt. Eine 24-Stunden-Feuchtigkeitscreme und die Body Lotion. Ja, das sind die beiden Pakete. Paket 1, Paket 2. Ich lasse euch jetzt nochmal eben einfliegen, von näherem gefilmt, was in den Paketen drin ist. So, jetzt kommen wir dazu, was ihr erfüllen müsst. Also, ihr solltet 18 sein, was kein Kriterium ist. Aber wenn ihr keine 18 seid, dann brauche ich bitte ein Einverständnis eurer Eltern, das vorweg. So, denn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um teilzunehmen. Was ganz schön wäre, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr für Adventskalender zu Hause habt oder ob ihr einen selbstgefüllten habt oder was auch immer. Das interessiert mich, das möchte ich, dass ihr mir das auch schreibt. Und ja, ganz klar müsst ihr natürlich schreiben, welches Paket ihr haben möchtet. Paket 1 oder Paket 2, denn es können ja zwei Gewinner werden und ich muss ja wissen, welches ihr gewinnen wollt. Nicht, dass ihr irgendeins bekommt, das ihr gar nicht möchtet. Ja, genau. Deswegen schreibt es dazu, was ihr für ein Paket haben möchtet. Könnt ihr mit in den Kommentar schreiben, was ihr für einen Adventskalender zu Hause habt. Ja, dann ist startet die Verlosung ab jetzt und endet am 30.11. um 23:59 Uhr, so dass ich das Wochenende, ich glaube, ja, der 30.11. ist der Freitag, übernächste Woche, also knapp 2 Wochen habt ihr jetzt Zeit, an der Verlosung teilzunehmen und an dem Wochenende habe ich dann Zeit, die Verlosung auszulosen und mit euch in Kontakt zu treten und das Video dazu zu drehen, wer gewonnen hat und so weiter. Das war's. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall, das gehört ja auch zur Verlosung. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.